Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und es geht weiter mit dem Unibock 406, die Ausgabe 20 und wir schrauben am Rahmen weiter. Ja, Ausgabe 20, Leiterrahmen Teil 4. Wir schauen einfach mal kurzfristig ins Heft. Wir haben ja immer noch ein bisschen was zu tun hier. Und hier haben wir wieder den Unimog 406 Rahmen, Achsen und Federung. Eine Mischung aus Kontinuität und Innovation und herausragenden Know-how war bei Seider jeher wertvollsten Kernunimog. Für den schweren, leistungsstärkeren 406, der eine neue Modellfamilie begründete, galt das besonders. Hier nochmal den Unimog Rahmen mit Aufbau ohne Karosserie, wesentliche Konstruktionen, Elemente des 406 Leiterrahmens, die nach unten gerichteten Kröpfung im Wagenmitte, zwei Längsträger mit U-förmigen Querschnitt, zwei der insgesamt 6 Rohrquerträger und die am hinteren Rahmen angeschweißten Knotenbleche. Na, kann man hier nicht ganz so hundertprozentig sehen, aber man sieht schon die fette Konstruktion, wie das hier alles aussieht. Und hier nochmal die mögliche Achsverschränkung, wie hier auf dem Versuchsgelände Sauberg bei einem 406 demonstriert, war enorm. Der Leiterrahmen und die Federdämpferelemente waren konstruktiv eigens darauf ausgelegt. Hier, so sieht er unser aus, ne, nicht ganz so. Aber so ähnlich wird er aussehen. Farbgebung ist ja immer grün gewesen. Jo, was haben wir hier? Hier haben wir nochmal, hier ist die gut ausgelegte Achsbrücke der vorderen Portalachse zu erkennen. Die Achsbauart ist noch in den heutigen Modellpaletten gekennzeichnet für den Unimog. Jo, was gibt es hier noch zu sehen? Weiterentwicklung des Unimogs mit zusätzlichen Aufbauten. Bagger zum Beispiel hier, höhere Belastungen für den 406 mussten wegen der immer anspruchsvoller werdenden Anbaugeräte erhöht werden. Ja, und hier sieht man nochmal sehr schön nochmal die Bremsbacken und die Antriebswelle von dem Unimog. Die langhubigen, progressiv wirkenden Schraubenfedern sind in den Pioniertagen typisch für den Unimog-Fahrwerk. Hier sieht man auch die innenliegenden Zusatzfedern bei der hohen Belastung in Aktion. Im Hintergrund das vom Differential zum Getriebe führenden Schubrohrs vorne der diagonal angeordneten Hinterachs-Pannertstab. Ja, hier hat man immer, um nochmal, wenn man mehr Last drauf hatte, noch eine Zusatzfeder drin, die relativ lose drin stand, um, wenn das jetzt noch mehr belastet wurde, dass die Feder nochmal zusätzlich die ganze Sache unterstützt. Und hier haben wir nochmal, wegen der großen Bodenfreiheit, auch in der Nordseeküste wurde der Unimog benutzt. Und Niederdruckreifen, hier sind mal schon mal ganz andere Reifen drauf. Da gab es ja extrem verschiedene Profilbereifungen des Unimogs, die sind so extrem breit. Im Moorgebiet, genau, hier steht hier die Einsätze im Moorgebiet. Konnte auch dem Unimog nicht zurückschrecken. Ja, hier haben wir nochmal den großen Traktortest. Nochmal den Unimog, die neuere Bauweise. Was steht hier? Der U427 Schleppertest 2020 vollendet. Also da ist hier mit Stoßstange ist hier großartig nicht mehr viel. Da sind unheimlich viele Anbaumöglichkeiten vorhanden, was man an dem Unimog alles anbauen kann. Vorne, hinten, links, oben, rechts, unten, wie auch immer, auf jeden Fall. Ja, Paul Nutzfahrzeuge Wilshofen, ein LKW Mercedes, der auch Agrarversionen macht. Ja, gut, schrauben wir einfach mal am Rahmen weiter. Viel steht ja in den Heften allzu nicht mehr drin. Aber wir schrauben erstmal weiter und gucken, was wir an Teile bekommen. Ja, Bauteil Ausgabe 20 Leiterrahmen. Da geht es weiter und zwar linker hinterer Längsträger. Der hier entsprechend ist auch wieder aus Metall. Sehr schön gemacht, sehr schön. Wieder keine Kratzspuren oder dergleichen. Sehr edel ausgeführt. Dann haben wir hier einmal 20C. 20C ist die
Zapfwellenlager und die Halterung des Lagers. Das ist das Teil hier, das sind diese beiden kleinen Teile hier. Und dann haben wir DM-Schrauben und AM-Schrauben, richtig, genau. Und das Ganze werden wir jetzt erstmal zusammenbauen. Mal gucken, dass ich euch etwas näher hole hier, damit ihr das sehen könnt. So, das müsste einigermaßen funktionieren. Und jetzt brauchen wir... Wie kommt das jetzt? Muss ich erstmal selber gucken hier. Und zwar... Aha. Das Ganze kommt so rum. Und dann soll hier das Teil... Legen Sie das Unterteil der Zapfwellenlagers 20C auf die Arbeitsplatte. Führen Sie die Halterung des Lagers 20B zum Unterteil, wie durch den Pfeil gekennzeichnet. Also... Das scheint egal zu sein. Einmal so rum und einmal kommt das dann hier oben rauf. So wie ich das richtig verstanden habe. Und wird dann mit DM-Schrauben verschraubt. Da brauchen wir auch wieder zwei Stück dann. Geht auch wieder butterweich zu schrauben. So, das haben wir auch. Dann brauchen wir jetzt den Rahmen. Und zwar kommt jetzt das Teil, wie ich das sehe, hier vorne ran. Muss ich erst mal gucken, wie rum die das gemacht haben. So rum. Kommt dann so an. Wie auf dem Kopf, ne? Genau, auf dem Kopf kommt er dran. Ah, hier haben wir auch hier einen, zwei Löcher. Einmal zum Durchschrauben, einmal hier. Und hier haben wir noch den Stift einmal. Und dann kommt die Welle so rauf. Und wird dann von der Unterseite mit einer DM-Schraube verschraubt. Und zwar hier durch. So, dann haben wir das auch schon dran. Das ist fest, genau. Sieht ein bisschen schief aus, aber wir haben ja eine Formgebung. Daher kann also das eigentlich nicht schief sein. Jetzt brauchen wir den Leiterrahmen selber. Das nehme ich euch mal ein bisschen raus. Und der Leiterrahmen hier... Kommt jetzt, muss mal gucken, so rum und so müsste er jetzt rankommen. Wie rum, la rum, lo rum. Bogen nach oben. Ne, andersrum. So rum, natürlich. Klar. So rum wird das jetzt verarbeitet. Verschraubt. Genau, zwei von innen und zwei von außen, so wie ich das sehe. Genau, wir haben hier nochmal zwei so eine Aussparung. Das kommt dann hier so ran. Mal gucken, dass irgendwie passt das hier nicht so hundertprozentig. Mal gucken. Na, schauen wir mal. So, auf jeden Fall kommen da dann die AM-Schrauben ran. Gucken wir mal, wie sich das zusammenfügt. Machen wir erstmal von außen. Erstmal ansetzen. Und dann gucken, dass wir das gleichmäßig angezogen bekommen dann.
Na, das war daneben. Nee, das passt hier nicht, das will hier nicht. Müssen wir doch noch mal von der anderen Seite machen. Erstmal gucken. Das zieht schon mal besser. Also nicht gleich die Schrauben festziehen, sonst kann es passieren, dass sich die ganze Sache verbiegt. So, die haben wir schon mal dran. Und jetzt gucken wir mal nach, wie wir jetzt mit den anderen Schrauben hinkommen. Ob das mit den Löchern jetzt passt. Oh, das sieht schon ganz gut aus. Letzte Schraube will nicht da, die passt da nicht irgendwie. Da will irgendwas nicht. Jetzt hat sie gegriffen. Hier ist auch fest. Gucken wir mal, wie wir hier den zusammenziehen kriegen. Zusammenziehen kriegen, super. So. Und im unteren Bereich. Ah, der Leiterrahmen ist hier nicht ganz so hundertprozentig. Steht er hier, kann man ja vielleicht sehen, dass er nicht ganz so hundertprozentig passt hier. Aber ganz ehrlich, ich möchte da auch nicht großartig jetzt irgendwas schleifen, drücken, brecken oder da kratzen dran. Aber ich glaube, das sieht man nachher sowieso gar nicht so sehr in dem Stil. Aber wie man sieht, ist nicht hundertprozentig hier. Da ist irgendwie die Passung nicht ganz richtig. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal dran. Das ganze Ding ist ziemlich groß schon. Ich habe ja mein Zeug auch hier irgendwo, genau. Wenn ich jetzt hier ansetze, jetzt haben wir schon mal eine Länge von 45 cm. 45, kommt das hin? Moment, ich hole mein Zeug. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt hier, was ich hier habe, ob das Zoll ist oder. Aber das werden wir gleich feststellen. Ja, das Zentimeter hier, das ist kein Zoll, das Zentimeter. Und hier haben wir also 45, ist der Rahmen erstmal schon mal lang. Das heißt, es wird noch eine Runde länger werden. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jo, dann sind wir auch wieder damit durch. Ja, das war auch schon die Ausgabe 20. Wir haben hier vorne den Halter montiert und einen Träger weiter verlängert. Und das war eigentlich an sich eine recht kurze Ausgabe, aber das muss es auch geben, mal kurze Ausgaben. Wie gesagt, schade, dass das hier nicht so richtig hundertprozentig passt, ist schade, aber da müssen wir zwangsläufig durch, müssen wir mal gucken. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen, schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, euer Micha.